Hallo lieber Steinbock, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im März 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem sind unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram aufgeführt. Ja? Falls dir mein Stil gefällt, Steinbock, freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren. Mit einem zusätzlichen Klick auf die Klingel sorgst du dafür, dass du automatisch benachrichtigt wirst, sobald ich etwas Neues hochlade. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, Steinbock, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Steinbock, kommen wir zu deiner Legung. Intuitiv sehe ich, wie du vor meinem geistigen Auge sehe ich, wie du dir an dein Herz fasst. Ja, du stehst da und du hast die Hand an deiner Brust und hältst sie auf dein Herz. Es ist sehr gut möglich, dass du im März radikale Entscheidungen treffen wirst, ja, weil sobald Menschen aus dem Herzen heraus etwas tun möchten, dann tun sie das, ja, dann gibt es keine Barrieren, nichts. Und natürlich, wenn alle, irgendwo ist es ein Leid, irgendwo ist es auch ein Freud, dass Menschen nicht gerade immer auf ihr Herz hören. Ja, das ist halt, oder so, die sozialen Strukturen, die wir hier haben, oder so Familie, Politik, oder der Staat, Gemeinden, Kantone, Bundesländer etc. etc., die wurden alle so konstruiert, damit Menschen nicht wie wild alle ihrem Herzen folgen. Ja. Ehemann, Ehefrau, gemeinsam haben sie Kinder, nicht mit außen irgendwo, ja, sie sind nur zusammen. Und sie zahlen dann Steuern der Gemeinde, ja, sind der Gemeinde unterstellt, die Gemeinde dem, das ist alles strukturiert. Angefangen hat das Ganze mit der Religion und dann ist es übergegangen in staatliche Organisationen. So, auf jeden Fall ist es eben, lange Rede, kurzer Sinn, ist es eigentlich nicht so, dass Menschen so stark mit dem Herzen verbunden sind. Ja, und das ist auch nicht so vorgesehen. Wir hätten echt ein Chaos, wenn alle ihrem Herzen folgen würden. Ja, wir hätten hungernde Kinder, wir hätten, die Schulen würden nicht besucht werden, ja, und es hätte keine Struktur, nichts, die Stabstellen würden uns fehlen und, und. Aber du, Steinbock, bist im März ein Rebell im Sinne von dem Herzen folgend. Ja, für mich ist das ein Rebell. Jemand, der sich Rebell nennt, weil er gegen Gesetze verstößt, ja, einfach so gegen alles verstößt, das verboten, das ihm oder ihr verboten wird, das ist für mich kein Rebell. Das ist einfach jemand, der irgendwelche Probleme mit sich selbst hat und es nach außen versucht zu lösen, ja, anstatt es mit sich selbst mal zu lösen. Ein richtiger Rebell ist meiner Meinung nach jemand, der auf eine saubere, unschuldige, liebende Art und Weise dem Herzen folgt, über alle Barrieren hinweg. Also mit guten Absichten. Ja, ich rede hier jetzt nicht von komischen Menschen, die komische Dinge tun möchten und deswegen sehr wichtige Gesetze dann brechen oder so. Ja. Papagei Spirit, pass auf deine Wörter auf, heißt es hier. Pass auf deine Worte auf, Papagei Spirit. Ist auch bei Zwillinge gekommen. Ja, falls du irgendwo eine Platzierung hast, Mond, Venus, Aszendent, Sonne, ist auch bei Zwillinge gekommen und du siehst, wie dieser Papagei sich auf etwas stürzt. Ja, wir haben hier die Quersumme 9. Da denke ich sehr stark an 9 der Münzen. Und du bist ein Münzmensch, du bist ein Erdzeichen. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn du die Ressourcen hättest, um dir einen Wunsch zu erfüllen. Irgendetwas hast du in deinem Herzen, Steinbock. Du fasst dir an dein Herz und sagst, jawohl, ich will es. Und dann stürzt du dich drauf im März. Okay? Papagei Spirit.
Schauen wir mal. Steinbock im März 2021, bitte. Steinbock im März 2021, bitte. Pass auf deine Wörter auf, heißt es hier. Vielleicht sollst du es niemandem verraten, solange du es nicht getan hast. Ja, vielleicht sowas. Page der Stäbe. Das ist etwas Neues. Das ist etwas Neues. Es geht hier entweder um eine komplett neue Idee, etwas, das du schon länger mal ausprobieren wolltest, oder um einen Menschen, den du neu antriffst, Steinbock. Es ist ein neuer Weg. Ich weiß nicht, ob man es da so sieht, aber die Katze macht dort miau, so komm her. Und der Page hier guckt dahin und fragt sich, ob er dahin soll oder nicht. Es war für dich immer so eine... Aha, ein Moment, das ist kein neuer Mensch. Ich entschuldige mich. Falls das hier ein Projekt, eine Idee oder ähnliches ist, dann ist das etwas Neues. Ja? Aber wenn du hier für die Liebe schaust, Steinbock, geht es hier um jemanden, den du zurückgelassen hattest, ja, und wo du dich jetzt so fragst, soll ich da wieder zurück hin und mein Glück nochmals versuchen? Du hältst dir einen Zauberstab in der Hand. Vielleicht passiert ja was Magisches, wenn ich es tue. Sagst du dir, vielleicht wird es dieses Mal anders. Und die Katze dort macht miau, komm her. Der Wagen. Großer Arkana. Es gibt hier eine Kraft in deinem Leben, das dich in diese Richtung lockt, Steinbock. Okay? Und beim Wagen ist eben die Sache, man weiß nicht, in welche Richtung es geht, ja, ob links oder rechts, das weiß man nicht so recht. Und auch du gehst hier vorwärts, ohne zu wissen, was passieren wird. Ja, es ist einfach so eine Vorwärtsbewegung in deinem Leben momentan. Ja. Irgendwas in deinem Leben ist so weit stabilisiert, Steinbock, dass es dich automatisch vorwärts springen lässt. Zu dem da, was du schon immer so ein bisschen so im Hinterkopf hattest und dich gefragt hattest, ob da noch etwas korrigiert werden kann, ob es möglich wäre, da etwas anders zu machen, ein anderes Ende herbeizuführen wie das letzte Mal, ja, ein positiveres Ende. Es ist so, wie wenn du energetisch bereit dazu bist, jetzt diesen Sprung da zu machen, ja, deine Basis ist stabil genug. 10 der Kelche. Fifty-fifty Chance hier. Ja? 10 der Kelche, das ist Happy Family Karte, Happy End Karte hier. 50-50 Chance. Soll ich nicht? Die Katze hier ruft mich wieder zurück. Soll ich nicht? Ich muss fast, weil ich bin jetzt voll bereit dazu und irgendwas schubst mich vorwärts, sagst du. Ob es gut kommen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber es besteht 50% Chance. Und wenn ich da das hier nicht versuche, dann besteht die Chance. Besteht wie viel Chance für 10 der Kelche mit diesem einen Menschen? 0%. Aber wenn ich es versuche, 50%. Huh! Schon viel mehr. Wir haben hier einmal den dunklen Weg, einmal den hellen Weg, ja. Und schaut mal, in welche Richtung die helle Seite zeigt. Es deutet hier schon mal Erfolg an, ja. Und du bist hier bei 9, hier haben wir die 10, ja, es ist ein guter Sprung, den du hier machen wirst, Steinbock. Und es ist recht interessant, ich spüre so diesen Vorwärtssprung bei dir, bei etwas, das eigentlich in die Vergangenheit gehört, ja. Also du wirst wirklich auf eine ganz andere Art und Weise auftreten. Jene, die schon länger keinen Kontakt mit Steinbock hatten, müssen sich darauf gefasst machen, dass Steinbock dieses Mal ganz anders drauf ist wie vorher. Okay.
Fünfter Stäbe. Soll ich nicht? Soll ich nicht? Wir haben hier eine große Arkana, diese Vorwärtsbewegung wirkt bei dir so oder so, ja. Das hier ist, okay. Steinbock, du darfst niemandem erzählen, was du da vorhast, sonst werden sich Menschen einmischen und dir die Suppe versauen. Pass auf deine Wörter auf, heißt es hier. Menschen könnten dir die Suppe versauen hier. Es scheint mir so wie eine Sache, die du für dich alleine, ja, du fasst dir ja an dein Herz, die du für dich alleine, für deine Herzenserfüllung machst. Und es ist nichts, dass die Clique etwas angeht oder die Familie etwas angeht. Und ich habe das Gefühl, dass so in letzter Zeit irgendwas passiert ist, wo du gemerkt hast, oh, diese Aussagen, die in dieser Clique, in dieser Familie, in diesem Umkreis, in diesem Umfeld hier gemacht werden, die tun mir nicht gut, weil ich nehme diese Aussagen und spreche sie woanders auch aus. Ja, wie ein Papagei. Der Papagei, der redet einem ja nach. Der kommt nicht als sprechender Vogel auf die Welt. Der kann sprechen, aber man muss ihm etwas beibringen. Und dann plappert er das nach, was man ihm sagt. Und das kann zum Beispiel, jetzt mal ganz klassischer Beispiel, davon gibt es ganz, ganz viele. Zum Beispiel gibt es so Männerklicken mit lauter Angebern, ja, wo damit herumposaunt wird, wie man diese ausgenützt hat, jene ausgenützt hat, diese da im Bett gehabt hatte. Ja. Das gibt es, solche Klicken gibt es. Und da ist dann aber eine Person, die das alles gar nicht so toll findet und eigentlich in jemanden verliebt ist und in seine Richtung gehen möchte. Aber die Sätze, die hier aus dieser Clique hervorgeholt wurden, ja, übernommen wurden, könnten in dieser Sache dann schaden. Ja, dementsprechend muss man dann auch auf die Wörter aufpassen, wenn man vor diesem Menschen dasteht. Ja, nicht nur nichts verraten dem Umfeld gegenüber, auch bei diesem Wunschpartner, dieser Wunschpartnerin, genau darauf aufpassen, was man sagt. Nicht mit dem Mindset der Clique oder so hingehen. Hier, der Stern. Der Stern. Mach den Sprung, ja. Erzähl niemandem was davon. Erlaube niemandem hier dir die Suppe zu versauen und du gehst hier vorwärts direkt in deine Wunscherfüllung, Steinbock. Okay? Was dir so fern erscheint, wird dann ganz nah sein, höre ich. Was fern erscheint, wird ganz nah sein. Was fern erscheint, wird ganz nah sein. Und vor allem, oder das ist ja, oder schaut euch mal diese Dame hier an auf dieser Karte und dann schaut euch diese Menschen hier an. Wenn auch immer du hier anpeilst, Steinbock, dieser Mensch ist wirklich ganz anders wie das, was du gewohnt bist oder deine Clique oder dein Umfeld. Ja, scheint wirklich auch ein Papagei zu sein. So wie, oder? Papageien sind ja so diese farbenprächtigen oder so alleinstehend prachtvollen Tiere. Also alleinstehend im Sinne schon, im Sinne von, sie müssen nicht in Scharen auftreten, um einen zu beeindrucken. Ja. Sechster Stäbe. Erfolg. Erfolg. Ja. Wenn du es hier schaffst, niemandem mitzuteilen, ja, niemandem irgendwie mitzuteilen, was du davor hast, dann wirst du hier in Bezug auf das, was so fern ist, sehr viel näher kommen. Ja. Siehst du hier diesen Menschen, dieser Mensch verteilt hier Rosen, scheint hier ein populärer Mensch zu sein, ja, und da haben sich auch Menschen drumherum versammelt. Das hier ist was? Der Star. Starkarte, Sternkarte. Dieser Mensch, der dir so fern erscheint, Steinbock, wird plötzlich ganz nah sein. Okay, und man wird hier auf Augenhöhe reden können mit diesen Menschen. Okay? Bin mal gespannt. Ich werde hier
mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Schau, ist jemand aus deiner Vergangenheit. Was heißt hier für jeden? Es ist eine Liebesgeschichte hier. Ja, jene, die es im Job oder so anwenden wollen, könnt ihr gern machen. Ich sehe hier vor allem meine Liebesgeschichte. Dementsprechend werde ich fragen, was du Steinbock vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.